Dieses Handyvideo zeigt die letzten Minuten vor dem Untergang der Fähre Sewol vor Südkorea. Es stammt von einem der Schüler, die bei dem Unglück Mitte April ums Leben kamen. Auf der Aufnahme sind Ansagen zu vernehmen, auf denen die Passagiere aufgefordert werden, zu bleiben, wo sie sind. Als das Schiff immer mehr Schlagseite bekam, griffen einige der Schüler nach Rettungswesten. Andere nahmen die Situation offenbar nicht ernst. Das Video wurde vom Vater von Park Soo-hyeon veröffentlicht, nachdem er die persönlichen Gegenstände seines toten Sohnes von der Polizei in Empfang nehmen konnte. Hunderte Menschen starben bei dem Fährunglück oder werden noch vermisst. Die meisten Opfer waren Schüler und Lehrer einer Highschool. Die Suche nach den Vermissten dauert an.